die Musik von The Mask aus dem gleichnamigen Film und auf dem Eis schweben dazu Barbara Fusapoli und Maurizio Magalia. Das sind die Bronzemedaillengewinner der Eistanzkonkurrenz und auch sie haben die Eislauffachwelt auf den Kopf gestellt vor 2 Jahren, als sie Weltmeister wurden. Noch nie war ein Paar aus Italien Eistanz-Weltmeister geworden. Auch hier sind sie zufrieden mit ihrer Bronzemedaille. Just a baby in this business of love. Ba-do, 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 ba-do. In pursuit of satisfaction, I started young. I never looked back at the things I've done. I put my knife for pleasure, and she went on. But nothing can save me from your own heart. I'm just a baby. Somebody save me. Hoppla, nicht ausrutschen jetzt. Also das ist jetzt so die Stärke der beiden nach dem Blues vorhin am Anfang. Jetzt also Swing, Jive, Rock'n'Roll. Sie wollen einfach nur die Bewegung, die wir vom Parkett tanzen kennen, auf das Eis bringen, auf dem Eis umsetzen. Da machen sie gar keinen Hehl daraus. Sie haben das Eistanzen in so eine ganz andere Richtung mal wieder gebracht, haben für neuen Esprit, für neuen Pep gesorgt. Keine Theatralik, keine hintergründigen und tiefschürfenden Geschichten, die sie interpretieren, wie das viele Jahre lang bis zum Exzess die Paare aus Russland gemacht haben. Also ein guter Kontrast, ein Kontrapunkt zu all dem, was hinlänglich angeboten wurde die letzten Jahre, wobei ich natürlich überhaupt nichts Negatives zum russischen Paarlaufen, zum Eistanzen sagen möchte. Aber es ist ja auch gut, wenn man manchmal mal eine Abwechslung präsentiert bekommt. Barbara Fusapoli, Maurizio Magalio, die in Mailand leben und trainieren. Mailand ja das größte Eiskunstlaufzentrum Italiens.